Hey Freunde, was geht ab? Ja, es geht weiter mit der Reihe Historie des Parfums. Freunde, wir haben noch drei, die vorgestellt werden müssen. Und die stelle ich euch jetzt vor. Das macht der Pate natürlich liebend gerne. Ja, Freunde, ich möchte ein bisschen was zur Historie des Parfums erzählen, wie ich überhaupt auf diese Marke, dieses Haus aufmerksam geworden bin. Und ich erzähle einfach mal. Also ich habe ja 2018 war das ungefähr, Freunde, da hatte ich in einem YouTube-Video das erste Mal diese mit dieser Marke quasi in Kontakt getreten. Und da war eine Empfehlung für den Amber. Ich habe mir den als 15 Milliliter Version gekauft. Der war ein relativ guten Angebot, ich glaube 22-23 Euro, und habe den gesprüht und habe mich jetzt nicht unbedingt umgehauen, obwohl ich dazu sagen muss, die Qualität ist astrein. Warum es mich nicht umgehauen hat, ist natürlich, Freunde, so sieht die Verpackung aus, so ist das drin, also wirklich nichts Besonderes, aber muss auch nicht sein. Der Inhalt ist natürlich super schön, Freunde, aber ich habe natürlich letztes Jahr, 2022, hatte ich so eine Vorliebe für extrem warme, vanillige Amberdüfte mit einer sanften Würze, ein bisschen schokoladig, gummondige Noten, bin ich voll drauf abgefahren und habe natürlich in meiner Sammlung dementsprechend auch extrem gute dabei. Ich zeige euch mal den liebsten, den ich habe natürlich. Das ist der von Elisab. Elisab ist ein Designerhaus aus Libanon, glaube ich, und der stellt Brautkleider her. Und diese Reihe, die Essenz-Reihe, wurde kreiert mit Mitarbeit von Francisco Chan. Und ja, und dementsprechend ist diese Reihe relativ unbekannt, aber ich kann euch sagen, das ist absolut Top-Nischenqualität. Habe ich mal für 70 Euro bekommen, Freunde, findet ihr nicht mehr. Also falls ihr den bekommt nochmal, die Nummer 3, ja Freunde, mein Rat an euch, schlagt dazu. Das ist einer der schönsten Amberdüfte, die ich habe. Ich traue mich, den nicht wirklich zu benutzen, Freunde. Aber es ist ein so toller Duft. Ja, und natürlich habe ich auch noch den Serge Lutens, den Amber Sultan. Der ist natürlich auch grandios schön. Und natürlich auch noch den Amav Nish Oud. Ein sehr, doch schon bekannt, aber im Moment sehr, sehr unterm Radar. Ich kann euch nur empfehlen, Freunde. Ab und an bekommt man ihn, ja, ich sag mal für 25 Euro. Im Moment liegt er bei 40 Euro. Aber auch für 40 Euro ist das ein hervorragender Amberduft. Ja, deswegen hat mich der 114er nicht geflasht. Nicht, weil die Qualität schlecht ist. Ist sie absolut nicht. Es hat natürlich viel Parallelen zu denen, die ich hier habe. Aber er ist, Historie des Parfums, die Philosophie dieses Hauses oder dieses Unternehmers oder dieses Parfümeurs ist natürlich, Essenzen zu benutzen, die natürlich sind. Er verwendet wirklich minimale Synthetik. Manchmal kann man das nicht vermeiden, alleine wegen dieser ganzen Bindemittel, dass die einzelnen Öle und weiß nicht was sich vermischen, muss man natürlich ein bisschen was benutzen. Er hat eine hohe Schule der Parfüm Herstellung besucht und hat seine Jugend ist in Frankreich geboren und ist in Marokko aufgewachsen. Also diese ganzen Gewürze und was der Orient hat, alles zu bieten hat, war diese Person ausgesetzt. Und dementsprechend sind seine Parfüme natürlich extrem davon inspiriert, sage ich mal so. Und der 114er, Freunde, das ist natürlich ein Amberduft, der auch diese Wärme, vanillige, würzige, er ist ein bisschen würziger zu den anderen, aber sehr schön gemacht. Nun hatte ich den gekauft und hatte mir mal irgendwann vorgenommen, ich werde von diesem Haus ein bisschen mehr kaufen.
Ja, Freunde, das ist ein bisschen längeres Video, weil ich erzähle auch ein bisschen, warum ich überhaupt mir von dieser Marke ein paar gekauft habe, auch in Zukunft welche kaufen werde. Also das habe ich fest vorgenommen und habe dann irgendwann mal beschlossen, ja, mir noch einen zu kaufen. Und die Wahl ist auf den getroffen, Freunde. Den hatte ich mir bestellt, der war bei Notino im Angebot. Ja, Freunde, ich glaube, man sieht das nicht. 1740 und hat den bestellt und dachte, okay, das ist der nächste Schritt aus diesem Haus. Die Verpackung habe ich ja letzte Mal gezeigt, Freunde. Dieses Haus achtet sehr viel auf Umweltbewusstsein und ich bin ein totaler Unterstützer von sowas. Deswegen auch für meine Zukunftspläne werde ich so eine Häuser natürlich auch supporten. Also ich unterstütze mit meinem Kauf natürlich den ihre Idee Umweltbewusstsein. Ja, am Flakon seht ihr das gleiche Spiel. Ganz einfach gehalten, nichts pompöses, Deckel, ganz normal, Sprühkopf. Normal, aber Qualität gut, aber ist halt wirklich ressourcenschonend. Und kommen wir zu denen, als ich ihn aufgemacht habe, Freunde, und das erste Mal gesprüht habe, wir werden das gleich machen, war ich, also es gibt, ich sag mal so, ab und an bekomme ich Parfüm, Freunde, wo ich sprühe und dann hin und weg bin. Das ist zum Beispiel bei diesen Kandidaten hier passiert, ja. Obwohl, das war lieber auf den zweiten Blick, aber auch Pearly Orient, der Patchouli, warte mal, ah, der ist leider ein bisschen hinten, Freunde, ich will jetzt nicht daran. Der Patchouli hat mich auch extrem geflasht. Durch den Patchouli habe ich die Liebe zum Patchouli entdeckt. Aber kommen wir zu den, Freunde. Als ich ihn das erste Mal gesprüht habe, hat es mich umgehauen, Freunde. Ich sprühe den mal. Sprüher sind sehr schön, Freunde. Sehr toll dosiert, sehr direkt und zerstäuben, sehr, sehr schön. Und dieser Duft ist, gleich zu Anfang, es ist natürlich ein Charakterduft. Es ist ein ziemlich erwachsener Duft. Aber Freunde, hier hast du eine dunkle Gewürzgranate. Also das Ding, wenn du ihn erste Mal sprühst, wirklich, du denkst, oh, was geht hier ab? Warum ist der so stark? Und was passiert mit diesem Parfüm? Es ist, ich sag mal, es ist Faszination und auch ein bisschen abschreckend, dieses Parfüm. Also ich finde, diese Emotion, die es bei mir ausgelöst hat, fand ich sehr interessant. Macht nicht jedes Parfüm und deswegen hat er mir von Anfang an auch so, deswegen auch gefallen. Und ja, dieses Parfüm fängt natürlich ein bisschen, also die Gewürznoten sind von vornherein stark. Am Anfang nimmst du eine leichte Bergamot, eine frische war, Freunde. Aber das Ding hat Patchouli, Kardamom, Koriander. Also es ist auch so eine leicht krautige Note mit drin. Immortelle, Leder, Labdanum, Birke, Vanille, Zeder, Elmiharz. Also ihr hört schon raus, es sind wirklich sehr würzige, teilweise dunkle Noten. Aber das schadet dieses Parfüm nicht. Es ist eine Qualität dahinter. Es ist eine Essenz der längst vergessenen, glorreichen. Ich sag mal, so eine Düfte waren präsent in den 80er Jahren. Erinnere ich mich noch als junger Mann, dass ich öfters so eine Düfte wahrgenommen habe. Aber auch bei sehr älteren Personen damals. Na, natürlich, für mich als 13-, 14-Jähriger ist auch ein 30-Jähriger ein alter Mann gewesen. Aber ich habe diesen Duft nie vergessen und hat mir damals auch, die Erinnerung ist sofort wach geworden, wo ich den gesprüht habe. Also es ist ein fantastische Würze. Er ist ledrig, er ist erdig, er ist trocken, er hat eine harzige Note, er ist leicht rauchig, Freunde. Also leicht, er ist schon rauchig und er hat so ein Patchouli, was in Drydown, also die Würze bleibt auf jeden Fall sehr lange bestehen, und aber wird immer feiner. Also das
Parfüm wird immer feiner, immer eleganter, immer interessanter, aber es verliert nie seinen Glanz. Diese Würze verliert er niemals. Er wird in Dry Down schon übernimmt. Ja, dieses Labdanum, Patchouli, es wird ein erdiger, ja, trockener, erdiger, aber jetzt kein Waldboden, müsst ihr euch vorstellen, eher so eine Wüsten, sandiger Duft, also quasi auch ein bisschen pudrigen Effekt hat er. Er ist leicht am Ende süß, fast schon ein bisschen schokoladige Note. Also das Ende erinnert mich ein wenig auch an den hier, der hat auch diesen Effekt. Haltbarkeit grandios schön, Freunde. Also das Ding nimmst du 10 Stunden lang natürlich immer schwächer. Also was heißt schwächer? Die Veränderung ist, wird natürlich sanfter, aber man nimmt die wirklich sehr gut wahr. Also die Performance ist wirklich radikal schön. Das ist einer meiner, ich würde jetzt nicht sagen Lieblinge, aber einer meiner Favoriten, da ich dieses Jahr bemerkt habe, für die kälteren Tage stehe ich total auf würzige, maskuline Düfte und dieses Parfüm ist für mich ja eine maskuline Symphonie, würde ich mal sagen. Ist nicht jedermanns Geschmack, muss ich dazu sagen. Altersbedingt würde ich ihn sogar ab 30 und aufwärts empfehlen. Natürlich ist nur eine Empfehlung nach meinem Gefühl. Es ist ein toller Duft für Kerle. Gestern hat mich einer gefragt, was würde Tony Montana, also Tony Montana, wisst ihr ja, war ja ein Filmrolle, den hat Al Pacino gespielt, als kleiner Mafiosi, der immer höher gestiegen ist, zum Paten halt. Und diesen Duft würde ich Ihnen empfehlen, weil das ist so ein Duft, bevor du den Raum betrittst, wirst du schon wahrgenommen, aber der, dadurch, dass die DNA so einzigartig ist, kann man euch nicht verwechseln. Also ein absoluter Kracher, Freunde. Sehr empfehlenswert, EDP, und das ist eine 60 Milliliter Version. Ich habe ca. 60, 65, glaube ich, bezahlt. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber alternativ dazu, Freunde, habt ihr im Auge. Den kann ich nur empfehlen, wenn ihr ihn findet, für alle Liebhaber, vor allen Dingen Amber-Liebhaber. Haut rein, Freunde, das ist eine Rarität. Letzter Preis, was ich mal gesehen habe, vor 4 Monaten, 250 Euro für den Bottled. Sehr schwer zu bekommen. So, und dadurch, dass dieser Patchouli mich so geflasht hat, Freunde, habe ich mir den Patchouli Noir noch dazu bestellt. Ja, ich habe die Hoffnung gehabt, dass der Patchouli, oder das Patchouli, Freunde, genauso performt wie in den 1740er. Ist aber nicht der Fall. Und habe natürlich gleichzeitig auch die beiden, die hatte ich ja vorgestellt, auch noch bestellt, Freunde. Das ist einmal 1828 und 1725. Da könnt ihr das Video dazu auch noch mal anschauen. Das sind natürlich schwächere Düfte und das sind mehr für warme Tage. Ich habe die bewusst gekauft, obwohl die Haltbarkeit nicht so stark war, obwohl die Performance sanft war, wusste ich alles im vornherein schon, aber trotzdem habe ich gesagt, ich bin neugierig und möchte die testen und auch benutzen. Schöne Office- und Sommerdüfte, Freunde. Aber kommen wir zu dem Patchouli. Ja, meine Erwartung war natürlich ein dunkles Parfüm, ein würziges Parfüm, ein bisschen Ähnlichkeit zu denen, aber doch Unterschiede habe ich erwartet. Aber das ist komplett anders gekommen, Freunde. Die Duftinhaltsstoffe blende ich euch ein, Freunde. Ihr wisst das. Ich schaue mir nur ganz kurz nochmal, suche das raus, das Parfüm. Denn außen FF, die ganzen Inhaltsstoffe, Freunde, ist natürlich sehr schwer zu merken. Ich gucke mir das nur so an und dann berichte ich euch. Ja, Patchouli ist natürlich, Freunde, eine Essenz, die auch schon lange benutzt wird. Also wirklich, ich müsste da erforschen und ich glaube, mehrere Jahrhunderte schon wird Patchouli sehr gerne benutzt. In welchen Produkten, Seife, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird oft benutzt. Ich kenne das noch, ja, wo ich ihn gesprüht habe, sage ich mal. Und ich sprühe den noch mal gleich, Freunde. Ja, auch in dem Fall, ja, ich sprühe sehr schön, Freunde. Also guck mal. Ist okay, ist in Ordnung, ist wirklich sehr gut. Da gibt es Schlimmere. Ja, als ich ihn zuerst mal gesprüht habe, da dachte ich, okay,
Interessant. Ja, Patchouli ist hier sehr dominant. Es ist ein Patchouli, der schon sehr ins Oldschool geht. Viele junge Leute, wenn die den riechen würden, würden die direkt sagen, das ist ein Oma- oder Opa-Duft. Es ist natürlich in eine, ja, wie ich sage, eine längst vergessene Zeit, die aber glanzvoll war. So empfinde ich dieses Parfüm. Patchouli ist in dem Fall mit Koriander eine, ja, würzig krautige Note, aber das Patchouli ist viel intensiver als der Koriander. Kardamom, eine leichte Süße, also es ist Kardamom, es wirklich hält sich noch im Hintergrund. Und Herznote kommt wieder Patchouli, Freunde, der hat auch in der Basisnote Patchouli. Das ist, ich lese euch mal vor, Kopfnote, Patchouli, Kardamom, Koriander, Herznote, Patchouli, blumige Noten, Wacholderbeere, Basisnote, Patchouli, Leder, Moschus, Moos, Vetiver, Vanille. Oh, Freunde, dieses Parfüm ist absolut erstmal Nische, obwohl es ein Vintage oder ein, ja, ein Vintage-Charakter hat. Ein glamourösen Vintage-Charakter möchte ich noch dazu fügen. Ist es kein Alltagduft, den du überall riechst? Aber irgendwie wird jeder schon diese DNA oder diese Duftart schon irgendwo gerochen haben. Aber dieses Parfüm ist am Anfang meines Empfindens, ich war nicht direkt geflasht, weil auch meine Erwartung an Patchouli was ganz anderes war. Alleine Pearly Orient Patchouli und dieses Patchouli hier drinne ist natürlich ein bisschen anders. Hier ist alles hell gehalten. Man könnte fast schon sagen, ich dachte, Lavendel erinnert ein bisschen an Lavendel, ist aber nicht. Also es ist eine helle, florale, lavendelartige Note. Aber was mit diesem Parfüm wirklich im Verlauf, so nach halber Stunde, fängt er an sich verändern. Patchouli wird sehr sanft. Er wird ein, ja, auch ein trockener, erdiger, pudriger, richtig angenehmer Patchouli, beruhigt sich total. Diese, es ist ein bisschen so grüne Note in Patchouli, dass die ganzen Essenzen mischen sich so toll. Es ist kein Biest, aber man nimmt ihn sehr gut wahr. Ich finde ihn extrem schön gemacht. Also Patchouli ist nicht für jedermann, auch in dem Fall Ü30 empfehle ich, Freunde. Das ist natürlich für junge Leute ja vielleicht uninteressant, aber alleine der Gedanke, ihr könnt es natürlich auch euren Eltern schenken. Wenn sie so in meinem Alter sind, dann passt das perfekt. Oder euren Onkel oder Tanten, geht das. Das ist ein Unisex-Duft, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob der ein Unisex-Duft war. Ich blende das ja ein. Für mich ist er ziemlich maskulin, also ich denke, das ist für einen Mann gewesen. Das ist ein Unisex-Duft, Freunde. Ich finde ihn sehr schön, aber es ist kein Mainstream-Duft. Es ist durch und durch Patchouli, also Nische, und die Essenzen sind wirklich sehr gut gemacht. Also von der Qualität kann man hier wirklich nicht meckern. Aber meine Empfehlung, Freunde, Fazit, die sind sehr gut. Die sind Qualität wirklich auf dem höchsten Niveau. Es ist zu 100% Nische, die Haltbarkeit ist sehr schön. Die Duft-DNA-Entwicklung ist grandios. Preistechnisch sind sie gut bezahlbar. Also man kann die wirklich sich leisten. Ich sag mal 60, 65 Euro für 60 Milliliter ist ein guter Preis für ein Nischenhaus. Die Idee dahinter dieses Hauses, Umweltbewusstsein, natürliche Essenzen benutzen, finde ich eine tolle Idee. Ja, im Großen und Ganzen kann ich nur positiv reden, auch Haltbarkeit und Performance, also super schön, aber auch ein bisschen speziell. Deswegen meine Empfehlung, Freunde, versucht euch eine Abfüllung zu besorgen oder schaut mal nach, dass ihr, wenn ihr Interesse, jetzt euer Interesse geweckt wurde, dass ihr so eine 15 Milliliter Version irgendwo, gibt es öfters im Angebot, ist ein gutes, ja, zum Reinschnuppern, mal zu testen, finde ich das eine tolle Idee. Also kann ich euch wirklich raten. Und ja, ein tolles Haus, Freunde. Ich freue mich. Ich werde nächstes Jahr bestimmt noch ein, zwei von diesen Haus mir kaufen, Freunde.
Und ja, auf jeden Fall sind sie schon ja, unterm Radar, Nischenhaus. Aber ich finde, das ist top, top Qualität, top Marke. Ja, Freunde, meine Haare, ich muss die mal ein bisschen lüften lassen. Wie ihr seht, sind die auch schön gewachsen. Noch ein bisschen muss ich Geduld haben. Ich schätze mal auf 5 Monate. Dann kann ich auch dauerhaft mit dem Zopf rumlaufen. Und dann sind sie auch schwer und liegen auch ganz anders. Ihr seht ja, wie viel Volumen dieses Haar hat. Also ich habe irre dichtes Haar. Ich bin auch nicht traurig darüber. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass ich meine Haare ab und an mal auftrage, weil das ist sehr nervig und die Kopfhaut braucht aber auch ein bisschen Luft. Ja, Freunde, in diesem Sinne, ich möchte mich verabschieden. Ich, wie gesagt, ich werde noch ein paar Sachen machen. Ich habe noch vor U-Düfte, ja, ich werde darauf nicht eingehen. Ich möchte dieses Jahr noch wirklich bis zum Jahresende noch 2, 3 Videos raushauen. Und ich habe Bock drauf und vielleicht auch mal eine Zusammenfassung vom ganzen Jahr, was meine Vorlieben waren, was ich sehr oft benutzt habe, wie nächstes Jahr meine Duftrichtung gehen wird. Da habe ich natürlich sehr viel Vorstellung. Und ja, vielleicht mache ich auch ein Video darüber. Also Freunde, schöne Weihnachtstage noch. Ich hoffe, ihr habt alle gestern schöne Geschenke bekommen. Bei mir war der Weihnachtsmann da, er hat mir super viel gebracht. In dem Fall war ich selber der Weihnachtsmann, habe mich auch selber beschenkt und habe auch sehr viel Freude daran gehabt. Freunde, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen.